Hallo ihr da draußen, ich bin der Ben, das sind die Jungsfragen und hier ist es endlich, das lang ersehnte Sexting-Video. Und wie ich es euch damals versprochen habe, habe ich auch einen absoluten Profi eingeladen, nämlich den Andreas. Da ist er! Yeah. Wenn ich Profi sage, dann meine ich natürlich auch tatsächlich einen Profi. Der Andreas hat nämlich diese Bachelorarbeit, was sagte man da früher, zu Doktorarbeit? Nein. Diplomarbeit, sagte man da früher zu. Nennt sich Snapschuss, versteht er, wegen Snapchat, Snapschuss, aus der Hose. Sexting-Verhalten von Jugendlichen in Deutschland. Also, lieber YouTube-Kontrolleur, Kontrolleurin, wenn dieses Video jetzt gerade auf deinem Tisch liegt, das ist richtig wissenschaftlicher Shit, der jetzt hier erzählt wird. Also, Video gut, danke. Wahrscheinlich macht das jetzt extra orange, naja. Du jetzt als Profi zum Sexting, was natürlich bei dem Thema auch komisch klingt, wenn ich sage, du bist Profi im Sexting. In der Tat, ich wurde bei Instagram angeschrieben. Sexting-Experte, dein Ernst, bist auf Bildersammlung. Da aber ganz völlig falsch verstanden. Völlig falsch verstanden. Genau, ich habe mich wissenschaftlich mit dem Thema auseinandergesetzt. Also was ist Sexting jetzt eigentlich? Mhm. Also was ist das? Das habe ich selbst definiert und es ist einfach so, wenn du oder jemand anders einen Text, ein Bild oder ein Video verschickt, was irgendwas mit Sex zu tun hat, ja, und selbst aufgenommen wurde. War für mich jetzt tatsächlich auch neu. Ich dachte, Sexting ist nur Bilder und Videos verschicken. Nee. Aber es geht auch schon ums Geschreiben. Also so hast du es definiert in deiner Arbeit. Genau. Wenn du schreibst so, hey, hab Bock, dich heute Abend zu knutschen und es geht dann weiter, ist auch schon Sexting. Ach, verrückt. Wer macht denn alles Sexting? Konntest du das rausfinden in deiner Arbeit? Dank euch, also nochmal ein großes Dank an Ben sowieso und aber auch an die Community da draußen, haben knapp 3000 Jugendliche bei meiner Umfrage mitgemacht. Zwischen 14 und 21. Und da ist rausgekommen, dass über 60% sich einmal im Jahr an Sexting beteiligen. Das ist, wenn du abzählst, mehr als jeder Zweite. Ja. Über 30% abzählen mehr als jeder Dritte. Ja. Beteiligt sich mehrmals im Monat. Das heißt, verschickt mehrmals im Monat Texte, Bilder und Videos. Oder Videos. Ja. Irgendwas mit Sex zu tun hat, genau. Krass, wie ihr drauf seid. Also ich mache sowas ja nie. Ich habe sowas... Entschuldigt. Hast du in deinen Statistiken auch gezählt, was vielleicht häufiger verschickt wird? Also werden am häufigsten Brustbilder oder Penisbilder verschickt oder Texte? Oder hast du das auswerten können? Ja, habe ich. Ich habe jetzt nicht explizit gefragt, welche unterschiedlichen Bilder verschickt werden. Okay. Also ob oben ohne, unten ohne, von vorne oder von hinten. Links oder rechts, probier jetzt aus. Sondern ich habe abgefragt, ob am meisten Texte verschickt werden, ob Bilder verschickt werden oder Videos. Und da war schon ein Gefälle zu sehen. Also am häufigsten werden Texte verschickt, weil es vielleicht auch am einfachsten ist. Ja, wahrscheinlich, ja. Genau. Und weil die Schamgrenze natürlich auch nicht so groß ist. Ein Text ist mal schnell geschrieben als irgendwie... Genau. Ja, okay. Und danach Bilder und danach Videos. Mhm, okay. Aber zum Beispiel verschicken Mädels mehr Bilder und Jungs mehr Text. Ach, also verrückt. Alles ein bisschen verschieden. Aber das ist total krass, weil ich dachte tatsächlich, bei euch wäre das genau andersrum. Ich dachte, die Jungs so, ich zeig dir jetzt mein dickes Glied. Und die Mädels, nee, ich warte mal ein bisschen. Und das ist direkt umgedreht. Jungs verschicken mehr Text und Mädels verschicken mehr Bilder. Ach, krass. Kann aber auch sein, dass die Antwort halt nicht gestimmt hat von den Leuten, die geantwortet haben. Es wurde angegeben, dass jeder zweite Videos erhält, aber nur jeder vierte verschickt. Das heißt, es müsste eigentlich doppelt so viele Videos verschickt werden wie empfangen. Also das ist auch schon so ein bisschen... Ja, ist ein bisschen widersprüchlich. Ja, genau. Also ich glaube, dass manche sogar gesagt haben, ja, ich gebe zu, dass ich viele Videos erhalte. Aber ich selber mache sowas nicht. Nee, ich mache sowas nicht. Ben ja auch nicht, ne? Nee, ich mache sowas nie. Aber okay, bei 3000 Leuten, die an der Umfrage teilgenommen haben, das ist ja dann schon sehr stichhaltig. Ne? Ja. Oh, ja, ja, klar. Aber es sind über 4500 Leute mitgemacht, 3000 in meiner genauen Zielgruppe. Mhm. Und das ist schon so, dass man sagen kann... Das hat schon einen Wert. Ja. Also das ist schon ziemlich sicher, ja. Genau. Eigentlich erübrigt sich die Frage, aber vielleicht kommt ja auch wieder was Neues, was ich auch noch nicht wusste. Warum verschickt man solche Sachen? Ich meine, eigentlich ist es klar, ne? Aber... Ist es so? Ja, also zum Draufwichsen. Ja, das ist einer der Hauptgründe, genau. Also sich selbst darauf zu befriedigen, stimmt. Aber zum Beispiel haben viele Leute nicht dran gedacht, oder vielleicht ihr auch nicht immer sofort, einfach um die andere Person geil zu machen. Also zwar ist man selbst mit dabei irgendwie, aber ein anderer Punkt war eben nochmal, um die andere Person geil zu machen. Ja klar, also, damit man dann hofft, dass da ein bisschen mehr auch zurückkommt oder so. Genau, aber man kann ja auch Erfahrungen sammeln. Ah, ja klar, natürlich. Ja, klar. Also man kann sagen, man kann sich das erste Mal ein anderes Glied anschauen oder andere Brüste anschauen. Ja. Genau. Scheide. Oh.
Gibt es irgendwo vielleicht auch Grenzen zum Sexting? Also ich will darauf hinaus, ich hatte ja mal ein Video, wo es um Altersschutzgrenzen geht, wo es hieß, unter 14 vom Gesetzgeber her keinen Sex haben und mit 14 nur bis 16 und so. Guckt euch das Video einfach an, könnt ihr mal reinschauen. Gibt es beim Sexting auch irgendwelche Grenzen? Was darf man, was darf man nicht? Ja, solltet ihr unter 14 sein, das heißt 13 und jünger, dann macht auf gar keinen Fall Bilder oder Videos von euch. Mhm. Sollten die Fotos dann in falsche Hände geraten und selbst wenn ihr das mit gutem Gewissen an eure Partnerin oder euren Partner rausschickt, dann ist die Person sofort strafbar, weil sie Kinderpornografie besitzt. Allerdings muss man jetzt ein bisschen aufpassen, wenn ihr mal ein Foto machen wollt, könnt ihr das tun, nur verschickt es auf keinen Fall. Also es kann ja mal sein, ach, wie sieht's gerade aus? Mhm. Oder wie sah er vor 2 Wochen aus? Mhm. Oder man hat ja einfach mal das Interesse. Guck mal, manche Mädels setzen sich auf den Spiegel, um einfach mal zu gucken, was ist da unten bei mir einfach los? Und manche Jungs machen das dann vielleicht auch so, dass sie sich denken so, guck mal, mein Arschloch, guck mal, so sieht mein Arsch aus oder so. Ne? Das könnt ihr machen, wenn das dann auf eurem Handy bleibt. Diese Bilder auf gar keinen Fall verschicken. Am besten angucken und löschen. Und den gelöschten Ordner löschen. Clever, Profi-Tipp. Fotos, die ungefragt weitergeschickt werden. Also das heißt, sollte es mal ein Foto von dir geben, was du einer Person schickst und die Person sollte das weiterleiten an irgendeine andere Person, dann ist das auch kein Sexting, dann ist das eine Straftat. Ja, das geht überhaupt gar nicht. Ungefragt Fotos weiterleiten, auf keinen Fall. Genau, das ist dieser Fall Max Kruse, ihr erinnert euch, habe ich auch ein Video drüber gemacht. Der hatte ja sich selber gefilmt beim Masturbieren und hat dieses Video seiner Freundin geschickt. Und seine Freundin hat dieses Video dann an die Presse oder an die Presse weitergeleitet. Das Problem war nicht, dass Max Kruse sich dabei gefilmt hat, sondern dass seine Freundin das Video weitergeleitet hat. Das ist die Straftat. Und sollte euch so etwas mal passieren, Hilfe suchen. Also definitiv. Selbst wenn es euch peinlich ist und die Mutter und die Oma oder die Lehrerin oder der Lehrer ja sollte das Video nicht sehen oder sollte auch nicht wissen, dass es ein Video oder ein Foto gibt, dann trotzdem Hilfe suchen. Definitiv. Das ist im ersten Moment ist das natürlich mega peinlich. Keine Frage. Ich hätte auch keinen Bock drauf, dass meine Eltern irgendwie meinen Lyris sehen. Aber zieht das durch. Sagt, okay, das war scheiße und so, ne? Aber da müsst ihr Hilfe holen. Da muss sofort gegen angegangen werden, weil sonst wandert dieses Bild unendlich viel weiter und ihr kriegt es nie wieder zurück. Ich habe auch abgefragt, wie es mit schlechten Erfahrungen mit Thema Sexting aussieht. Und jede und jeder Zweite hat geantwortet, schon mal schlechte Erfahrungen mit Thema Sexting gemacht zu haben. Jeder Zweite? Ja. Und da war die meiste Antwort, dass die Fotos oder Videos ungefragt im privaten oder schulischen Kontext veröffentlicht wurden. Alter, das ist der mega Abfuck. Ey, wenn ihr sowas macht, wenn ihr einfach fremde Bilder irgendwo weiter zeigt oder so, hier, guck mal, das ist die Laura aus der Nachbarklasse oder das ist Peter aus der Nachbarklasse, Alter, dann kriegt ihr dafür so dermaßen zu Recht auf den Sack, das geht gar nicht. Ist auch eine Straftat, also wird auf definitiv strafrechtlich verfolgt. Absolut zu Recht. Die Bilder haben, wenn überhaupt, bei euch zu bleiben und das war's, ey. Alter, krass, boah, krieg ich jetzt schon so ein Alter. Deshalb, bevor du dich weiter aufregst, plädiere ich ja für Safer Sexting. Es gibt ein paar Regeln, da könnt ihr aufpassen, die befolgen und dann ist es ein bisschen sicherer. Kein Gesicht drauf. Achtet darauf, dass keine Piercings, Muttermale oder Tattoos euch verraten. Mhm. Du hast eben Max Kruse angesprochen, der wurde erkannt an einem Armtattoo. Ja, absolut, ja. Also Sachen, die euch eindeutig identifizieren. Manche Leute haben ja auch irgendwelche Armbänder, die man nicht abmacht von irgendwelchen Festivals oder so. Ne, das ist eindeutig erkennbar. Oder wenn ihr, keine Ahnung, eine blaue Wand im Zimmer habt und ein Plastik-Batman oder ein SpongeBob, der an der Wand klebt. Also das ist natürlich schwierig, weil man dann direkt weiß, aha, das ist ja Hans Gustav. Genau, Hans Gustav. Darüber hinaus kannst du aber auch darauf achten, dass du Sexting nur mit einer vertrauensvollen Person machst. Manche sagen auch, wenn die Person dir was schickt, dann ist es ein bisschen sicherer, dann kannst du dir eher vertrauen, weil sie dir was geschickt, dann kannst du auch was schicken. Genau, darauf einfach zu achten, dann ist es auch schon ein bisschen sicherer. Was mir schon ein paar Mal aufgefallen ist, unter meinen Videos steht auch ganz oft mal irgendwie so Sachen, hier, ich bin 13, schreib mich an und sowas, ob das auch wirklich stimmt oder ob das nicht tatsächlich irgendein 50-Jähriger ist, der da gerade irgendwie auf Bilderfang ist. Seid mit solchen Sachen bitte definitiv vorsichtig und beschränkt es irgendwie mehr auf euren Dunstkreis. Also das soll heißen, irgendwie auf eure Schule, wenn ihr euch wirklich sicher seid, das ist die Bärbel aus der Nachbarklasse und das ist der Olaf aus der und der Klasse. So, wenn ihr das wisst irgendwie, dann ist das was anderes, als wenn ihr irgendwem da eure Nummer im Internet gebt. Ihr seht also, Sexting ist wirklich total vielseitig und jede Zweite hat schon gesextet. Gesextet, ist das das richtige Verb? Gesextet? Sext
verschickt. Ah. Oder Sexting betrieben. Ah, okay. Oder gesextet. Gesextet. Also jeder Zweite, jede Zweite hat schon Sexting betrieben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, ich gebe euch Garantie drauf, dass so ein, zwei Jahre, dann habt ihr auf jeden Fall auch auf einmal ein Brustbild oder ein Penisbild bekommen oder auch selber verschickt. Das gehört ja heute irgendwie im Zeitalter der digitalen Medien dazu. Bei mir damals war das noch ganz anders. Da hat man sich Briefpost hin und her geschickt. Eine Brieftaube. Nee, Rauchzeichen. Wir haben uns große Brüste mit Rauchzeichen gemacht. Also, macht euch da nicht so einen Stress. Habt die Regeln durch im Kopf. Und wenn es Probleme gibt, dann sucht euch definitiv Hilfe. Ja? Wenn es euch gefallen hat, jetzt den Daumen nach oben. Das Video auch ruhig mal allen Freunden und Freundinnen empfehlen, weil das ist wichtig. Vielleicht guckt ihr es euch auch mal im Unterricht an. Hier die Jungsfragen abonnieren, da die anderen Videos gucken. Wir sehen uns spätestens nächste Woche. Macht's gut. Bis denn. Andreas, vielen Dank. Danke dir. Hat's dir gefallen? Ja, wir müssen weiter quatschen, damit du den Abspann laufen lassen. Richtig, kannst, ne? Das ja. Ging mir super hin. Aber vielen Dank dafür. Es war richtig gut. Gerne. Ja, das ist auch eiskalt.